Wieso fängt jetzt alles an zu zittern? Hallihallo Lüchern und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Jump World. Ja, und ich habe schon mal versucht, diese Folge hier aufzunehmen und dann bin ich irgendwie vom Server geflogen wegen Connection Lost und keine Ahnung, irgendwas mit Server Removed. Falls irgendwer einen Plan hat, was das zu bedeuten hat, kann mir das mal bitte schreiben. Also lese ich das Zeug eben nochmal vor. Hallo Timodianier, zu dieser Map gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben angefangen zu bauen und dabei rausgekommen, tritt in das Portal hinter dir und starte eine neue Fantasiewelt. Und hier sind Gäste und hier sind Gäste. Moment, könnt ihr ja kurz durchlesen. Und könnt ihr das ja kurz durchlesen. So. Und wir gehen jetzt durchs Portal und starten unsere kleine, Dings. Naja. Mann! Ich muss das hier immer in der Hand ausgewählt haben. So, wenigstens bin ich jetzt so ein bisschen aufgewärmt. Was Jump and Runs betrifft. Sollte jetzt also nicht mehr ganz so versagen wie am Anfang. Und ich weiß schon ungefähr, wo es hingeht. Wir spielen die Map Phantasia. Ist Map des Tages heute am 18. Durchschnittszeit ist 13 Minuten oder 12. Ich habe aber jetzt schon vorhin 13 Minuten gebraucht und das Ende war noch weit weg. Sehr weit weg. Muss auch gestehen, ich habe ein paar Mal, das hier ist der leichte Weg, da drüben ist der schwere. Muss auch gestehen, ich habe ein paar Mal keinen Plan gehabt, wo es hingeht. Die eine Stelle, bei der es besonders war, zeige ich euch dann. Okay, es war auch ziemlich mein Fehler, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das da oben weitergeht, obwohl der Pfeil in die andere Richtung war. Ist ganz schön, die Map, muss ich sagen. Und die Sprünge gehen eigentlich... So, sonst hätte ich sie nicht nochmal genommen. Ja, genau. Einfach nicht sprinten ist auch eine Lösung. So. Tolles Huhn von Delta Huhn. Und hier übers Hühnchen drüber. So. Ah, geht auf jeden Fall schon wesentlich besser als beim letzten Mal. Hier habe ich auch ewig nach dem Weg gesucht. Und zwar muss man hier von dem kleinen Ding hier rüberspringen und das war's. So. Fragt mich nicht, wieso das mich so lange gebraucht hat. Wie lange das mich so lange gebraucht hat. Mein Deutsch ist heute auch wieder geil. Wie lange ich so lange gebraucht habe, das zu verstehen. Es ist halt einfach so. Wir sind natürlich wieder beim leichten Weg und ich habe es irgendwie geschafft, den Checkpoint zu bekommen. So. Was habe ich das letzte Mal gesagt, was ich gerne nochmal sagen würde? Ach genau, ich habe gesehen, dass in der Jump World Folge von Zombie eine Map dran war, die ich auch gespielt hatte. Und er hat sich wesentlich besser angestellt als ich. Also wesentlich besser. Oh, und ich weiß, wie man hier cheaten kann. Oh, ich würde so gerne cheaten. Den schaffe ich eh nicht. Ich muss durchsprinten. Ist ja auch am besten. So, wenn man hier... Moment. Wieso fliege ich jetzt die ganze Zeit daneben? Ich habe mich vorhin zwar auch angestellt, aber nicht so blöd. So. Aber die... Gibt's jetzt nicht, oder? Jetzt willst du mich aber veralbern. Okay, spielen wir ganz safe immer zur Ecke und dann sprinten, springen. Okay. Also wenn man die hier nicht mitnimmt, die Platte, dann kann man den Jump Boost zumindest ein bisschen behalten. Ich nehme den aber trotzdem mit. Ich spiele die Map mal so, wie es angedacht ist. Was? Da war doch noch Leiter. Wieso bin ich da gestorben? Den Sprung hatte ich auf Anhieb geschafft. Und jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich keinen Plan hatte, wo es lang geht. Okay, ja, ich habe mich wirklich blöd angestellt. So, Moment. Ich zeige euch gleich die Stelle. Und es gab auch eine Stelle, an der habe ich richtig gehangen vorhin. So, von hier aus darüber. Ach nö. Ja, ich musste mich zurücksetzen. Es war nicht der Weg, den ich gehen sollte. Aber ich hätte es vielleicht noch schaffen können. Ah, nee. Sind alles Zweierblöcke.
So, hoch. So. Beim einfachsten Sprung habe ich vermasselt. So. Und hier, leicht links optional für Pros. Ich habe hier ewig nach einem Jump'n'Run gesucht, bin da unten rumgelaufen. Und, ja. Der Pfeil ist ein bisschen irregeführend. So wie ich das mitbekommen habe, das hier ist ein Jump'n'Run, das man nicht braucht, weil hier oben ein Portal ist. Und das ist auch der Weg, der halt quasi der normale ist. Schon wieder so ein Dings hinter mir. Das ist... Ach nö, das wollte ich mir noch anschauen. Wieso lädst du denn die Chunks jetzt neu? Und wir kommen gleich zu dem, was mich richtig gedingst hat. So, hier haben wir wieder Jump Boost. Da, dieser Turm. Das ist für mich das Grauen, weil ich mit Leitern irgendwie nicht zustande komme und ich habe nicht gesprintet und ich habe nicht gesprungen vor allem. So, wir müssen hier auf diese Plattformen. Ich habe nicht gedacht, dass ich da einfach reintropf. Hier rüber. Hilfe. Wie habe ich das geschafft? Na. Ich mich immer zurücksetze, wenn ich denke, ich habe den Sprung nicht geschafft. Und wie ich dann ewig warte, obwohl ich den Sprung nicht geschafft habe. So, ich muss mir irgendwann mal ein neues Mauspad holen, vielleicht mit Handauflage oder sowas. Das ist jetzt momentan so blöd, ich habe die ganze Zeit die Tischkante in meiner Hand drinnen. Und rein. So, und jetzt kommt der Turm des Todes. Ich weiß nicht, wie oft ich es bei dem versucht habe. Ah, wir sind auf jeden Fall ungefähr doppelt so schnell als davor. Ah, dann kann ich vielleicht auch noch eine kleine danach spielen. Aber ich hätte vielleicht mal die Aufnahme neu starten müssen. Jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie weit oder wie viele Minuten ich schon dazu habe. Also 14, ja, ja, okay, geht. Also der Sprung, der geht ja noch. Bei dem hier habe ich ewig... Ich sollte einfach nicht nach vorne drücken, wenn ich noch nicht bereit bin. Ich habe da ewig versucht mit Shift und sonst was. Habe jetzt gesehen, das Beste ist, wenn man... Na, also nicht. Ich werde eh wieder ewig brauchen für den Turm. Wieso bin ich da nicht gesprintet? Ich habe gesehen, das Beste ist, wenn man hier so um die Ecke springt. Das ist so richtig blöd. So richtig blöd. So. Okay. Ich habe nicht so lange für den Turm gebraucht, wie ich gedacht habe. Checkpoint! Und... So, und jetzt ins Weiße. Da habe ich auch ewig gebraucht, weil ich teilweise drüber gesprungen bin und teilweise unten drunter. So. Hier sind wir jetzt ungefähr da, wo ich vorhin war. Wo ich mich über diesen Sprung hier aufgeregt habe. Weil man bei dem hier immer Fallschaden bekommt und man nicht weiterspringen kann. Und ich es ungefähr dreimal hintereinander versucht habe. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht mache ich es ja so, dass ich nicht das vorherige durchzeige. Vielleicht zeige ich ja das erste durch. Oder das zweite? Meine Aufnahme habe ich ja noch. Wieso ist hier eine Platte, wenn ich keinen Boost bekomme? Dackel gebaut von noch irgendwem. Schön. Schöner Dackel. Ach nö. Doch nicht schöner Dackel. Moment. Killen einen die roten Blöcke? Nee. Kann ich da nicht einfach von hier aus? Ja. Wesentlich einfacher. Entschuldigung, dein Dackel ist jetzt nicht mehr so. Jump Boost. Jump Boost. Jump Boost weg. Aha! Sagt einem das doch. Ja, ich will den Boost auch wieder weghaben. Da sind die Holzdruckplatten sinnvoll. Ach nö. Ach komm. Jetzt. Vor allem
Ich weiß nicht, liegt es an dem Resource Pack, dass die ganze Zeit irgend so ein Hahn kräht, wenn ich sterb? Ich weiß, dass man das irgendwie modden konnte. Muss da wirklich... Wieso habe ich jetzt Doppel-W gedrückt, wenn ich auch noch Sprinten nebenbei drück? So. Am Ende ist das Ziel wahrscheinlich wieder da, wo man einfach hätte hinlaufen können. Ich schaff's nicht mal mit Doppelsprung. Ach komm! Was willst du denn? Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich gehe? Ja, jetzt springe ich zu weit. Dieser Speed Boost. So, und... Ah, Mann! Okay. Schwerer Weg, leichter Weg. Leichter Weg, willkommen. Leichter Weg, willkommen. So, wir haben hier Jaguar gebaut vom Pumuckl. Mit Hilfe von Leoba. Wenn das so ausgesprochen wird. Miss Checkpoint. Auf ins Ohr. Wie? Nee, aufs Ohr. Okay, nicht ins Ohr. Ins Ohr wäre böse. Ach Mann, mach doch deinen Checkpoint hin. Hier. Ach nö. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Ohr? Was? Auf den Geier von Mountain HD? Okay. Aber es ist ja schon das richtige Ohr, oder? Ja, Jump Boost. Ah, okay. Ich verstehe dich. So, und hier ist jetzt der nächste Jump'n'Run-Part mit einem Checkpoint. Checkpoints sind schön. Nochmal. Jo. Ich immer hängen bleib und dann aufhöre zu sprinten. Ach nö, das ist ja Eis. Sag mir doch, dass es Eis ist. Ich meine, hätte ich zwar auch nichts anderes gemacht, außer zu versagen, aber dann hätte ich wenigstens gewusst, hey, das ist Eis, da kann man versagen. So, ich kann es bei Eis irgendwie nie abschätzen. Und hier unten drauf, hätte ich da landen sollen? Glaub nicht. Umdrehen und ins Maul. Ach so, doch. Nee. Kann ich nicht einfach von hier aus irgendwo? Ach nee. Machen wir es halt so. Okay, und hier ist ein Portal. Nein, Portal. Ja, Jump'n'Run in 12 Minuten. So, fand ich ganz gut, die Sprünge ja teilweise, aber es war eigentlich schon ganz geil. Wie immer vielen Dank, dass ihr unsere Map gespielt habt, bla bla bla, Video zu unserer Map auf dem Kanal und Leoba, Pumuckl, Mountain HD, Delta Huhn, Sophie, Didi HD, Shadowface, YouTube. Würde freuen, wenn du mir vorbeischauen lässt, bla bla bla. Ist hier hinten irgendwo noch was? Nein. Sagt mir doch, dass da ein Loch ist. Wer baut denn da ein Loch ein? So. Und ich glaube, hier hinten war das auf diesem Flügel. Genau. Dichtportal. Hier hinten. Und hier hinten sieht man so ein bisschen das... Ich hätte auch einfach nur wegfliegen müssen, okay. Ich habe gesehen, dass da was ist, aber ich wusste es nicht. Wusste jetzt nicht, dass das hier die komplette Insel nochmal ist. Okay, dann war das jetzt so ein bisschen sinnlos, aber das hier ist doch schön, oder? Ein schönes Jump... Dingsbums, Screenshot. Dann würde ich sagen, Jump'n'Run verlassen und dann suchen wir noch eins. Ein kleines. So, nach Bewertungen sortieren. So, wo haben wir denn? Ich glaube, hier unten war die. Candy Paluten, nee. Gewiesenwelt. Hier war doch vorhin die Dings-Map. Wasserrutsche. Wasserrutsche? Kurz. Wassergutsche kurz. Wassergutsche kurz klingt gut. Vor allem das kurz. So, ist wieder jeder ausgeblendet? Ja. Ach, das ist wieder so ein Shader-Kill-Dings. Moment. Ja. Shader? Ja, hier, den Shader habe ich genommen. Moment, kann ich mit dem hier besser arbeiten? Ja, mit dem hier sehe ich was. Viel Spaß. Am Anfang ein kleines Jump'n'Run.
Ja, auf Jump World lässt sich das noch verein. Mann, jedes Mal nehme ich dieses blöde Sichtdings in die Hand. Wunder mich dann, wenn nichts mehr funktioniert. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier zwei Fails drauf hat. Ich muss mir echt eine bessere Taste fürs Sprinten raussuchen. Ich hatte es mal mit Q probiert. Aber dann... hab mit Steuerung dann versucht, Items wegzuwerfen. Nur ich habe dann irgendwann nicht mehr dran gedacht, wollte was rauswerfen und habe dann angefangen zu sprinten. Es dauert doch nie. Aus irgendeinem Grund bin ich zu blöd für diesen kleinen Sprung hier. Schon allein, weil ich nicht sprint und spring. So, sprinten. Ich versuch's jetzt wieder mit Steuerung. Hier beginnt es also. Okay. Juhu! Ist das... Ach nö, dann muss man ja sich wirklich anstrengen, damit man's packt. Nee, so also auch nicht. Ich muss hier wirklich mit der Leertaste arbeiten. Das ist ja gemein, aber irgendwie geil. Nein, ich war doch so kurz davor, dass es geklappt hat. Du bist gemein. Hier an diese Ecke, so viel habe ich mitbekommen. Oder auch nicht. Wieso springe ich da? Sag mir mal bitte einer, wieso ich da springe. So, hier entlang. Nee. Ich muss schauen, dass ich irgendwie rüberkomme, wenn ich unten ins Wasser getaucht bin. Ja. Und jetzt durch welches Portal? Nehmen wir grün. Oder gelb? Ach, die führen alle dasselbe Ziel. Durch die Slimeblöcke unten reinspringen. Okay. Wo rein? Ich sehe nichts. Bin ich richtig? Hallo? Ja. Also irgendwo... Also hier unten ist irgendwas, auf dem bin ich gelandet, aber ist das der richtige Weg? Durch die Slimeblöcke unten reinspringen. Muss ich hier rüber? Das ist der richtige Weg? Nee, da komme ich ja her. Nein, Spinnenweben. Setze ich mich ja lieber zurück. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall hier. Wieso fängt jetzt alles an zu zittern? Seht ihr das auch? Ist hier irgendwie... Aus irgendeinem Grund zittert alles da unten. Ich muss hier mal den Shader ausmachen. Ich sehe nichts. Nichts. Wieso dauert es länger, den Shader auszumachen, als einen zu wechseln? Da unten seht ihr meine Grafikkarte. Yay! Und die Version von Nvidia, die ich benutze. Wahrscheinlich veraltet. So. Aus... Unten sind Slimeblöcke, ja. Die Slimeblöcke unten. Ach, so meinst du das? Also quasi hier. Das muss man aber richtig timen. Och nö, ich bin an der Ecke aufgekommen. Für sowas hasse ich Slimeblöcke. Okay. Jetzt können wir den Shade auch wieder anmachen. Ich war einfach nur zu blöd dafür. Och nö, wieso brauchst du so lange? Also das, bitte erzählt mir mal einer, wieso braucht der Shader so lange, um zu initialisieren und wieder auszugehen? Aber wieso kann ich jetzt nicht Wieso schaffe ich's, auf dem Shader hier einen anderen auszuwählen? Och nö, ich bin gesprungen, da darf ich nicht springen. Sonst falle ich durch, ja. Aber wieso schaffe ich's, wenn ich einen ausgewählt hatte... Hab's doch gepackt. Ich denke immer, ich pack's nicht, aber dann schaffe ich es doch irgendwie. Mann. Ja, genau. Wieso geht es nicht bei einem Ausgewählten?
Wenn ich hier... Darf ich da nicht drauf? Du bist ja gemein. Was würde ich jetzt sagen? Irgendwas habe ich versucht, euch mitzuteilen, nur bin kläglich daran gescheitert. Ich darf da nicht mehr hängen bleiben. Wie mache ich das am besten? Ah, kann sein, dass ich dafür ein bisschen brauche. Genau. Wieso kann ich jetzt hier einfach zwischen den Shadern durchschalten, ohne dass es ewig braucht? Aber wenn ich dann ausmache und einen neuen einschalte, dauert es ewig. Vor allem, wenn ich dann ausschalte, ist es was ich bisher noch nicht begriffen habe. Wieso es dauert, dass ich den Shader ausschalte? Ich muss da irgendwie einen Weg finden, da vorbeizukommen. Wieso haben da alle nur 3 Minuten oder sowas an Zeit? Es ist doch gemein. Schafft man doch gar nicht in 3 Minuten, oder bin ich einfach nur so schlecht? Ja, ich hab... Nein! Nimm's doch nie weg von mir. Ich hab schon ewig dafür gebraucht. Ich bin dann drinnen und fall dann wieder runter. Da ist... Ach, nö. Ja, und wieso konnte ich jetzt hier auf dem Stein stehen? Hier, nee. Okay. Kann ich nie... Moment, kann ich an der Seite sneaken? Ich sollte aufhören zu sneaken. Ich werde es schaffen, hier durchzukommen. Okay, ich muss also hier bei dem hochschwimmen. Und kann dann nichts mehr machen, weil ich da irgendwie durchfliege. Nee, die Seite ist blöd. Ich bleibe auf meiner linken. So. Hier runter. Soweit habe ich es ja kapiert. Ich bin zu blöd dafür. Also ich muss hier hin. Muss dann da in diesen kleinen Zwischenraum. Ich hasse Wasser in Minecraft. Ich hasse Wasser in Minecraft. Was soll ich denn da machen? Okay, also durchgehen hilft doch irgendwie. Wieso bin ich jetzt hier wieder abgetropft vorhin? Checkpoint, Checkpoint. Ich schaff's wirklich, die eine Map von vorhin mit dem... Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ist das jetzt das Ende oder was? Ach, da ist eine goldene Druckplatte. Sagt es einem doch. Kreativ, ja. Sprünge, ja. Optik, okay. Es ist jetzt nicht wirklich was Optisches. Also, man kann es schon sehen, aber es ist jetzt nicht wirklich so optisch gedingst. Wenn ihr weiß, wisst, was ich meine. Ich bin verwirrt. So, Jump'n'Run verlassen, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Nein. Ja, und ciao.